und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Scribblenauts Unlimited. Und hier sind wir wieder. Und ihr seht schon an meinem Aussehen, ich habe so gut getan, wie ich es konnte. Mir ein bisschen mein Outfit... Oh, wir können zoomen. Geil. Zoom, 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 zoom. Mir ein bisschen mein Outfit hier zurechtzumachen. Und ich habe es immerhin geschafft, es zu färben, Leute. Immerhin, okay? Was anderes nicht so wirklich, aber... Naja, es ist ein Anfang, okay? Und der Stern ist ganz schön. Und es ist so etwa meine Farben, so schön blau. Und ich will gar nicht zu weit wegzoomen. Aber wir können extrem weit wegzoomen. Und schaut euch diese Stadt an. Ist sie nicht geil? Und da oben ist ein Gorilla. Alles klar. Und dann wollen wir nochmal gucken, dass ihr alle in dieser Stadt hier glücklich sind. Ich will gar nicht zu nah dran gehen. So. Ihr könnt ja theoretisch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das möchtet. Hallo? Hallo? Was? Was? Lonely Cockroach. Du bist allein? Ja, du bist immer noch alleine. Okay. Dann. Wie hieß das jetzt? Cockroach. Okay. Gucken, was das ist. Dann holen wir dir einfach. Eine zweite. So. Leute. Was haben wir getan? Die vermehren sich zu schnell. Die vermehren sich viel zu schnell. Leute, wir haben jetzt eine Cockroach-Plage. Und ich kenne die Vokabel einfach nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Sorry, Leute. Muss ich vielleicht mal nachgucken. Das könnte ich theoretisch jetzt nachgucken. Also wenn ihr wollt, könnte ich das jetzt nachgucken. Das jetzt vielleicht aber vermutlich erstmal nicht tun werde. Aber wenn ihr möchtet, dass ich sowas nachgucke, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, okay? Oha. Sowas mit dem Auto. Ein Park illegal. Also wir können. Also wenn du illegal geparkt wurdest und du das nicht möchtest, Auto, dann können wir entweder das Parkverbotsschild entfernen. Oder wir verschieben dich. Ich bin für das erste. Komm, wir nehmen einfach einen Pfeil. Oder nee, wir nehmen das Schild. Add Adjective. Invisible. Es ist da. Okay. Vielleicht hat es das auch doch noch nicht gebracht. Okay, du möchtest verschoben werden, ja? Du weißt es ja immer noch. Okay, und du möchtest das. Ja, gut. Okay, dann verschieben wir dich. Wie machen wir das? Keine Ahnung. Mit einem Seil? Oder wir gehen in die Flügel. Okay, nein, das machen wir nicht. Dann... Keine Ahnung, wir versuchen dich einfach mal mit dem Seil... So. Geil. Mit dem Seil, also dem Rope. Leute, ihr könnt hier in diesem Play schön Englisch-Vokabeln lernen. Use this to attack multiple objects together. Ja, keine Ahnung, nimm das und das und... Attach. Ja! So, hier, besser? Ja, sehr schön. Da muss ich jetzt das Seil wegmachen. Leute. Remove. So. Das soll können wir ganz allgemein. Ach. Wie machen wir das denn jetzt da ab? Okay. Remove. Da. Und jetzt machen wir... Du kannst fliegen. Was? Place someone into the phone booth to make a sidekick for me. Also, du brauchst einen Superhelden-Kollegen? Okay. Dann nehmen wir jetzt... So, mal sehen. Wen verwandeln wir jetzt zum Superhelden? Eine Katze. Nee. Keine Katze. Wir machen ein Schaf. Wir machen jetzt super scharf. Hat's geklappt? Nö. Okay, du willst keinen tierischen Kollegen, schade. Dann, wie wäre es mit einem Farmer? Hier, komm, Superbauer. Ja! Wir haben Superbauer geschaffen. Leute, schaut euch das an. Es ist Superbauer.
fliegen weg. Okay. So, Herr Polizist. Ihnen geht's gut, okay. Was ist, haben wir denn da? So unsightly. Ja gut, dann müssen wir das irgendwie wegmachen. Mit, Wada. Use. Es funktioniert nicht. Wir brauchen härtere Mittel. Ich weiß dummerweise nicht, was Bürste so auf Englisch heißt. Aber ich weiß ja immer noch die gute alte Seife. Clean. Ja! Woher jetzt die Bäume plötzlich kommen, weiß ich nicht. Aber Leute, so ist das in diesem Spiel. Sehr witzig, wie sich dann alles verwandelt. Wir können uns einfach selbst sauber machen. Ja, ich meine, putzen wir uns einfach mal. Gut. So, und das packen wir vielleicht auch weg. Da, einen schönen Schmetterling. So, weißt du, was wir machen? Wir machen diesen Schmetterling zu einem, zu einem gigantischen Schmetterling. Oh mein Gott, der Polizist. Der soll sich jetzt... Oh Mann. So, jetzt haben wir immer noch die können wir besteigen. Okay, wir besteigen die jetzt. Und jetzt sind wir da oben drauf. Okay, sehr schön. Was haben wir da? Jetzt habe ich mich selbst angeklickt. Ein Hebel. Create a new fountain for the city. Place an object in this water, then flip the switch. Okay, wir können jetzt ein Objekt, also wir brauchen eine neue, neuen Brunnen hier. Also eine neue Wasserfontäne. Und da müssen wir jetzt ein Objekt reinstellen hier ins Wasser und dann den Hebel drücken. Und was machen wir da für ein Objekt rein? Ich würde sagen, wir stellen da... Liebes Seil, kann ich dich bitte... ja, also ich würde wirklich gerne das Seil irgendwie wieder nutzen. Ach so. Ach, das kann man einfach so nehmen. Ja gut. Also ich fände es ja ganz witzig, aber wisst ihr was, wir machen da was anderes sein. Wir machen jetzt zu diesem Brunnen ein, keine Ahnung. Ein Mikrofon. Ich habe mich gerade selbst umgebracht. Ja gut, ich meine, wenn man ein Mikrofon ins Wasser schmeißt, ist das vielleicht nicht so gesund, Leute. Touch Maxwell Head Icon to center the camera on Maxwell. Head Icon. Ach so. Ah, okay, jetzt ist das wieder normal. Zur normalen Größe, da ist der gigantische Schmetterling. Und hier haben wir ein paar Gebäude, da können wir auch reingehen. Ich glaube, wir sterben, wenn wir da auch mal reingehen. Das entfernen wir wieder. Okay, Leute, keine elektrischen Sachen reinschmeißen. Das war genauso eine dumme Idee, als würde ich einen Toaster da reinschmeißen und versuchen, daraus einen Brunnen zu machen. Eine Wasserfontäne. Stattdessen nehmen wir einfach ein... ja, was gibt's denn? Ein Stuhl. So, und jetzt drücken wir den Hebel. Oh Gott, was haben wir nur getan? Leute, schaut euch diesen Brunnen an. Das funktioniert nicht mal. Der Stuhl ist umgekippt. Wir können auf den Stuhl gehen. Oh Gott. Oh Mann. Aber na gut, die Leute drumherum, die sind glücklich. Was haben wir da? Ein Coin. Geld. Wir können das mitnehmen, aber wir nehmen das natürlich nicht mit. So, guten Tag. Come closer to start me. Das machen wir aber erstmal nicht. Was tun wir hier alles? So, guten Tag. I want to sail across the sea. Ja, du willst durch die Meere segeln. Also so, was ist das hier? Ein Kiosk. Also, ja, du brauchst ein Schiff. Aber ist was, wir holen jetzt eine Yacht. Ja, du kannst jetzt mal eine Yacht die Meere erkunden. Bon voyage. Okay. Gut, hallo Typ. Play classic carnival games to win prizes. Okay, start.
Goal, the carnival is in town. Throw something to knock over the bottles, but don't cross the barrier. Okay, wir dürfen nicht über die Barriere gehen, aber wir müssen das da kaputt kriegen. Ich mach das mal ganz klassisch mit einem Ball. Mit einem Ball. Und den nehmen wir jetzt. Double click your target to shoot or throw things. Okay. Throw. Oh yeah, geschafft. Easy. Throw something to pop the balloons without crossing the barrier. Wir können jetzt nochmal Pfeile nehmen oder wollen uns eine Laser. Wollen sie eine Lasergun? Attack. Oh, also dieser Laser, der war wohl ein bisschen heiß. Throw something to hit the dunk tank without crossing the barrier. Ja gut. Okay, wir haben es geschafft. Da ist das Starlight. Da haben wir ihn. Nice. Also, das war easy. Und jetzt haben wir 2 Starlights insgesamt. Sehr schön. Continue. Ja, dann würde ich sagen, wir können jetzt hier runtergehen oder wir können an diesem Stuhlbrunnen vorbei. Oder wir können hier zur Feuerwache oder in dieses Gebäude oder ins Museum. Wir gehen einfach mal da rein. Ah, okay, jetzt sind wir hier oben. Guten Tag. We can see the view. There are clouds in the way. So, da sind, ihr könnt es nicht sehen, da sind Wolken im Weg, okay. We can see the view. Achso, ihr habt keine Aussicht wegen den Wolken. Okay, wie machen wir die Wolken jetzt? Wie machen wir die Wolken weg? Mit. Wir könnten sie theoretisch unsichtbar machen, aber kaum Leute, wir müssen das ein bisschen interessanter gestalten, nicht immer dasselbe. Ja, wie machen wir das denn? Könnten sie. Nein, wir machen das cooler. Ich weiß nicht. Gibt es irgendwie Rainy oder so? Oh Gott. Es hat geklappt. Kriegen sie sich jetzt aus? Okay, es regnet jetzt. Geht die nach einer Zeit weg? Scheint nicht zu klappen, okay. Aber es hat geklappt, das hat mich jetzt echt überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich klappt. Ja, aber wir machen was sonst. Hier müssen wir die Wolken ja wegbekommen. Wir könnten... Ja, Leute, wie bekommt man Wolken weg? Mit Wind. Keine Ahnung, ein Sturm. So war das eigentlich nicht gedacht. Okay, dann machen wir einfach Wind. Was ist das? Oh lol! Okay. Ja! Regenbogen! Ist die Wolke regnet immer noch. Die sollten wir vielleicht mal das Adjektiv hier wegmachen. Jetzt ist sie wieder normal, okay? Gut, wir können jetzt hier runterspringen, da würden wir, glaube ich, sterben. Das tun wir also nicht. Und diese Sonne, die machen wir jetzt so. Machen wir jetzt groß. Groß und. Boah, guck mal, wie hell das Licht jetzt wird, dadurch, dass es so groß ist. Und wir machen sie groß und. Und hell. Hell. Dark? Lol, was passiert wohl, wenn ich Dark mache? Interessant. Aber hell, was heißt denn sonst hell? Oder, so wollte ich das nicht so. Big, hell, ansonsten irgendwie noch eine... Egal, lassen wir es hier einfach big. By, beach, ice, ill, baby... Eis! Big. So, das B machen wir weg. Big Eis. Die Sonne ist einfach gefroren. Ja, ziemlich interessant, was man alles so machen kann. Aber jetzt diesen Regenbogen und den machen wir jetzt, den machen wir auch groß, Leute. Boah, schaut euch diesen Regenbogen an, geil. So, sehr schön, dann gehen wir da wieder runter. Hier haben wir, glaube ich, erstmal alles getan. Hat der Vogel noch irgendwas? Robin. Okay, Robin.
Dann können wir jetzt hier reingehen. The Virtual Gallery. Gehen wir jetzt hier in das Museum rein. Schauen wir, was wir hier haben. Hui. Wo sind wir? Aha, aha. Wir sind da vorne. Okay. Guten Tag. One of these artifacts is a fraud. Help me figure out which. Okay, fraud ist... Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber es müsste, glaube ich, Fälschung bedeuten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fälschung bedeutet. Also, Fälschung ist. Jetzt müssen wir nur rausfinden, welches davon ein Fälschung ist von diesen Artefakten hier. Klinondoros Namensa... Nunodoros. Keine Ahnung, was das bedeutet. Small Petroglyph. Und das ist ein good-sized Arrowhead. Und Artefakt. Die Frage ist, wie wir das rausfinden, ne? Also, wie findet man das denn raus? Wie findet man das raus, was davon eine Fälschung ist? Kaum, wir könnten vielleicht irgendwie so einen Künstler oder so holen. Keine Ahnung, ein... Archaeologist. So. Oh yeah, Indiana Jones ist hier. Ja, okay, er hat es herausgefunden. Ja. Dr. Jones. Könnten den ja das. Wir könnten ihn ja einfach tatsächlich einmal Indiana Jones nennen, als Adjektiv. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht, ne? Ja, das funktioniert leider nicht. Aber Jones funktioniert? Hey, lol, was ist denn bitte Jones? Nee. Jaded. Jet. Jobless. Jetzt hat er seinen Job verloren. Klick auf Lied von John Knüppel. Oh, okay. Aber wir haben jetzt genug Starlights Starlights gesammelt, um zu neuen Orten zu gehen. Aber das brauchen wir nicht. Hey. Nein, ich will nicht. Okay, wir gehen. Müssen wir den Ort verlassen. Okay, Lili. Hallo. Ja. Jetzt gehen wir die hier ab. Aha, aha. Yeah. Ah, achso, sie hat uns jetzt den Globus gegeben, mit dem wir so reisen können. Oh nein, sie verstandert weiterhin. Oh nein, oh nein. Ah, guckt euch das mal an hier. Richtig, wie viele Orte es hier gibt. Das ist richtig cool. Hier, wir können ja hier mal rübergehen. Und hier, weil da haben wir dann so ab 5 Star Wars können wir dann hier... ab 5, genau. Ab 50 Star Wars können wir dann hier zu den Raketen gehen und ins Weltraum. Das ist richtig cool, dass es alles für Orte gibt. Das ist, boah, ein richtig tolles Spiel. Voll Spaß. So. Dann, ja, haben wir hier die Weltkarte. Dann können wir von der Farm... Haben wir hier eigentlich alles? Keine Ahnung, wir können ja mal hier gucken. Aha. Man, diese Sicht ist schon creepy. Okay, keine Ahnung. Dann wird tatsächlich alles dann geregelt, würde ich mal sagen. 1 von 1, 2 von 2, ja. 1 von 1, 7 von 8. Okay, da gibt es noch eins. Okay. Dann reisen wir da erstmal wieder hin. Leute. Leute, was haben wir nur angerichtet? Wir müssen... Oh Gott. Es sind so viele. Ach, Roman. Was ist los? Ja, also der Regenbogen, der geht auf dich drauf und das findest du nicht toll, hm? Okay, wir parken dich vielleicht irgendwie um. Create Object, kann auch Driver. Person. Geh hier, geh ins Auto. Fahr das Auto. Okay, der Typ hat keinen Bock, das Auto zu fahren. Nee, gut, vielleicht wegen dem Schlüssel oder so. da ist auch alles in Ordnung. Hier gehen wir erstmal wieder zurück ins Museum. Da waren wir ja noch nicht fertig. Da haben wir auch noch einiges. Also hier ist der joblose Archäologe. Und, der Kurator. I need something to connect these bones together. Ja, was... Leute... Was zum... Pinguin. Was? Warum ist hier ein Pinguin? Help me get past the guard and the security camera so I can take back my diamond. Ich sag mal ein Pinguin mit irgendwelchen Raketen und der bricht hier ein.
Okay. Dann versuchen wir es vielleicht einfach nochmal mit Kleber. Das ist halt die Clue. So, weiß noch, easy hier aus Schule. Yeah! The Bones. Ja, Pinguin, was ist jetzt hier los? Wir sollen nicht da... Ich meine, das ist wirklich dein Diamant, ja? Bist du dir sicher, dass das dein Diamant ist? Ja, ich meine, es ist doch auch schön, wenn er hier im Museum steht und man den so beobachten kann. Ich meine, es ist auch ein Wahnsinns-Diamant, ne? Ja, gut, aber du willst ja den Diamanten haben, ne? Ja, ne, also wir haben hier die Kamera. Das können wir ganz leicht einfach machen. Defekt. Defective, deep, defunct. Keine Ahnung. Und bei ihm gehen wir einfach um. Okay, nein, das tun wir dem jetzt hier nicht an. Wir machen stattdessen Sleepy. Er schläft da ein und die Kamera. Ja, defunct ist es auf jeden Fall nicht korrekt. Defekt, ja, keine Ahnung, aber was heißt Defekt auf Englisch? Keine Ahnung. Ansonsten, broken. Und da kommt der Pinguin. Er schnappt sich den Diamanten. Und er haut einfach ab mit so einem Jetpack. Was? Alles klar. Ja, und dann würde ich auch mal sagen, das war's hier wieder von der heutigen Folge Scrimmonauts Unlimited. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Like und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wir sehen uns dann wieder demnächst. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und, nicht auf dem Rumlaufen. Nein, nicht auf dem Rumlaufen, so. Und, ja. Tschüss.